Es geht weiter mit einem Zweiteiler. Heute gucken wir den ersten Part und morgen, beziehungsweise am Mittwoch, Entschuldigung, wenn der Urs dann das Gym betreten hat, den zweiten Part, nämlich in der Prep zählt jedes Gramm. Urs ist in Wettkampfvorbereitung auf den Mr. Olympia und wir gucken uns seinen neuesten Vlog an, Freunde, let's go. Moin, Meister. Guten Tag, Meister. Willkommen in der Hustlerbude, once again. Junge, wärst du 2 Minuten später gekommen, hätte ich das Mühl schon verhaftet. Aber du bist pünktlich. Naja, Ja, geht. pünktlich in meinem Digga, was hat der für ein fettes Gesicht bekommen? Unglaublich. Rahmen, Das ist gut. wenn man Freunde hat, Grüße an Aleko, die gern gut und gern mal, wenn du schreibst, bin jetzt da, sich anfangen zu richten. Jeder hat seinen Freundeskreis, gibt's zu. Aber Gesicht wirkt natürlich auch dicker durch den abgelaufenen TÜV bei ihm, ne? Lass mal rein in die gute Stube. Nein. Ich muss nur hier ein bisschen, Ja, warte, ich wenn muss jetzt mein mal schnell was sehen. Kameramann hat, der 3 Meter groß ist und 2 Meter breit, dann wird es noch enger hier. Wenn ich die Arme ausstrecke, dann kommen wir auf die 2 Meter vielleicht. Nach einem schönen Loyal-Ranked, was ich gerade verloren habe, ist die Aggression für ein Training, für ein schönes Rückentraining heute da. Perfekt. Aber vorher wird gegessen. Und das zeigt man euch jetzt. Was gibt's Feines? Was Nicht gibt's raten. Feines? Es gibt die wunderbarste, ich muss sagen, schon meine Lieblingsmahlzeit am Tag. Rice Pudding. Und zwar der Rice Pudding. Nichts Neues, ist aber bei mir auch so Lieblingsmahlzeit. Gibt's bei mir einmal immer, manchmal sogar zweimal. Mit Whey und ich mache mir da so einen geilen Mikrowellenkuchen draus. Eigentlich die ganze Prep schon, und da zeige ich euch, wie es geht. Noch 150 Gramm Rice Pudding. Ja, ich bin auf Diät, aber es ist gerade geisteskrank. Mit der neuen Muskulatur, die ihr dazu bekommt, ja, könnt ihr auch mehr essen, deswegen baut Muskeln auf. Und in diesem Sinne sind es 150 Gramm Reispudding mit, ich glaube, 600 Milliliter Wasser. Herr Lietsche hat natürlich die Vorarbeit geleistet. Also, Rice Pudding und vierfache Menge Wasser nimmt er und ich mache für den Mikrowellenkuchen. Das jetzt, ich mische das Ganze einfach nur zusammen. Wir haben 50 Gramm Designer Whey. Das ist nicht Cinnamon Cereal, ist Vanille, glaube ich, aber ist auch völlig egal. Das kommt hier rein. Guck, deswegen. 52. Das sind 52 Gramm. Nein. Aber die Feinwaage, die hat nämlich 50 Gramm. Ich habe genau dieselbe. Beziehungsweise, ich muss sagen, 51 Gramm angezeigt. Die gute alte Tickerwaage. Auch beim Whey gibt es einen Sonderzuschlag, weil der 1 Gramm, der bleibt hier irgendwo in der Schüssel hängen. Die Proteine sind wichtig in der Diät. Die halten die Muskeln und halten euch satt. So, wie bereitet man das Ganze zu? Kinderleicht. Wir mischen das Ganze hier einfach zusammen. Wichtig ist, dass ihr den Reispudding aber schon eine Weile vorher aufkocht, wie ich es hier, beziehungsweise Alice's gemacht hat. Whey darf niemals in Berührung kommen mit heißem, kochendem Wasser. Das macht kaputt, da kriegt ihr so ekelhafte Klümpchen. Nicht mit fremden Federn schmücken. Und dann mischt man die ganze Plörre hier einfach zusammen. Sieht natürlich dementsprechend unästhetisch aus. Schmeckt aber am Scheiße. Ende ganz geil. Sehe ich genauso, Junge. Ich finde es auch besser, wenn man das mit ein bisschen mehr Wasser macht. Grüße an David Hoffmann. Ich nehme immer zweieinhalbfache Menge Wasser beim Rice Pudding. Aber jeder macht es anders, ne? Dass sich den Zement anmischt mit irgendeiner 1 zu 2 Mischung. Das bin ich. Das mache ich tatsächlich nur vor dem Wettkampf, dass ich nicht so viel Mageninhalt habe. Aber jetzt in der Vorbereitung kann man sich das ganz gut so gönnen. Mehr Flüssigkeit wegen mehr Volumen dann, oder? Ja, und beziehungsweise jetzt, wenn ich das so. Ich nehme immer die achtfache. Wirklich jetzt? Hast du dann keine Suppe? Bei sechsfach hast du, bei vierfach hast du schon Suppe. Essen würde, Lügst mich doch an hier, James. ist nicht möglich, sag ich mal. Ja. Aber jetzt kommt der Zaubertrick, was das Ganze dann auch zu einem Beste. Es geht nicht kaputt, aber du hast dann so hässliche Klumpen drin und das finde ich schmeckt nicht geil. Front, Load, Must tun. Danke dir, mein Lieber. Fürs Abo. Zu einem Kuchen macht. Ich meine, wenn wir im Bodybuilding von Kuchen reden oder sonst irgendwas, das ist meistens irgendwie Magerquark mit Whey zusammengerührt und dann wird es dem fancy Name gegeben. Im Prinzip gibt es einfach eine geilere Konsistenz. Wenn wir das jetzt noch so 2 bis 3 Minuten in die Mikro klatschen, wir flacken das hier erstmal rein. Für einen Moment. 2,5 Minuten. Das sind auch die längsten 2,5 Minuten, die ich am Ende der Vorbereitung, wenn ich mal hier so stehe und runterzähle. Aber
ja, gibt dem Ganzen einfach eine geile Konsistenz, wird dann außen so ein bisschen, ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist, so ein bisschen teigig und innen dann so ein flüssiger Kern und dann läuft es ganz gut. Ansonsten, die Prep hat gut angefangen, kann ich euch sagen. Was war denn sein Gewicht, würde mich mal interessieren, zum Ende seiner Aufbauphase bzw. zum Beginn der Prep? Ordentlich Wassergewicht verloren. Also ich glaube mit 100, lass mich nicht lügen, 124 habe ich angefangen. Boah, Junge. Nach dem Urlaub. Und jetzt heute Morgen war ich bei 120. Und die Diät läuft jetzt noch. Die ersten 4-5 Kilo gehen immer flott weg, ne? Das ist immer Wasser. Eine Woche. Geht immer schnell. Wir haben gar nicht viel verändert. Die Kalorien sind gleich geblieben. Der Output hat sich aber erhöht. Wir haben wieder die klassischen 6x31 Minuten Cardio drin. Und sonst noch ein paar Steps, beziehungsweise abends gehe ich halt eine Runde mehr. Und sowas kann schon ausreichen, um die Diät ins Rollen zu bringen. Ich beschwere mich nicht, sondern ich... Ich bin eh ein Fan davon, die Aktivität hochzuhalten. Und dementsprechend hat man auch viel mehr Nahrung drin, anstatt die Aktivität niedrig zu halten und dafür wirklich wenig Kalorien zu essen. Finde ich nicht cool. Mach einfach genau das, was Stefan mir vorgibt. Auch so ein Ding. Vor der Vorbereitung habe ich mir so ein bisschen mich hingesetzt. Gutes Zeichen. Guck mal kurz, dann erzähle ich weiter. Ja, das Ganze ist noch ein bisschen zu flüssig. Ihr seht aber hier außen, fängt schon an. So, ob man das hier gut catchen kann. So leicht fängt schon an, den Aggregatzustand zu verändern. Gehen wir nochmal 1,5 Minuten rein, dann soll es ganz... Los, muss mal zum TÜV. Sieht aus wie mein Hausmeister auf der Arbeit. Geil. Gut sein. Ich glaube, er macht einen neuen Look. Ja, der lässt, glaube ich, wachsen. Vor der Vorbereitung habe ich mich nochmal hingesetzt, habe mir durch den Kopf gehen lassen, was will ich besser machen? Oder im letzten Video schon, was will ich anders machen? Anders eigentlich nicht viel, nur dass ich, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, das Ganze ruhiger angehen will, mich mehr auf Stefan und seine Expertise verlassen möchte. Weil man mit den Jahren schon, ich meine, ich mache das Ding jetzt auch schon über 10 Jahre, man da halt schon irgendwie reinkommt in dieses, ja, aber könnten wir nicht oder wäre nicht das auch... Könnten wir denn noch ein bisschen mehr Trend nehmen? Wie oft gehst du zum Friseur? 8-mal im Monat. Auch eine Option und diesmal complain ich nicht, wie gesagt, beschwere ich mich nicht, sondern ich kriege einfach die Pläne, ich arbeite wie ein Soldat und dann wird das am Ende... Der wollte doch diesen Olympia mit einem speziellen TÜV auftauchen, meinte der letztens. Ah, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird es so eine Hoffmann-Frisur nach hinten. Wisst ihr, was ich meine? So Gel in die Haare und nach hinten klatschen. So eine Schmalzlook. Sieht bei manchen Leuten tatsächlich geil aus. Grandios werden. Entspannter so eine Vorbereitung zu machen und nicht... So ein Mafiosi-Schnitt. Sich selber den Kopf zu brechen zu müssen, das ist auch der hauptsächliche Grund, warum man einen Coach hat. Einfach ein zweites Paar Augen, die alles überwachen und steuern und nicht mal einfach was getan werden muss. Jetzt sieht das Ganze so aus, mag der ein oder andere denken, was ist das denn? Sieht ja aus wie, ja... Lecker. Irgendwas, aber ich sag's euch, das ganze Ding... Ja. Weiß ich nicht, werde ich auch niemals verstehen, warum die sich alle nass rasieren für den Wettkampf, also den Bart. Jetzt noch mit... Keine Ahnung, Digga. Mit Zimtteppich überdecken und dann, ich zeig's euch einfach ganz for real, wir haben hier leider... Den Zimtteppich nicht mehr, da ist die Dose vor ein paar Tagen ausgegangen. Aber gerade 70% auf Zimt, da haben wir auch wieder bestellt. Deswegen rollen wir jetzt hier den mal aus. Klassisch gibt es nicht zu viel. Es gibt nur Studien, die irgendwas belegen. Und Studien sind mir bekanntlich ja relativ egal. Egal. So wie mir. Das Anti-Science-Based Club. Ich mache das, was für mich funktioniert. Und jetzt muss man das ganze Ding hier, aber mit so einer, glaubt mir, ich habe das studiert. Der, wo ist das bitte ein Kuchen? Es ist genauso flüssig wie sonst auch immer. Besondere Technik, oder? Ja, anders studieren sonst irgendwas. Ich studiere Reispudding anmischen. Und dann wird es hier richtig cremig. Das hat uns einfach alle verarscht. In der Mitte so ein Zimt-Vanille-Ding. Und außen. Also für den flüssigen Kern, oder? Ja, außen Rand. Also es ist wirklich... Kuchen ist schon viel zu
ein krasser Begriff dafür. Ja, danke, Urs. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Natürlich mag es gar nicht immer so was zu nennen. Im Endeffekt schmeckt es aber so ganz geil, super leicht verdaulich und in einer Stunde können wir dann den Rücken komplett abreißen. Was ich da noch ganz gern mache, nein, ist nicht, was ihr denkt. Salz. Es ist das gute Himalayan Salt. Da habe ich gerade 6 Gramm am Tag. Ist bei mir ganz gut. In der Off-Season salze ich nicht zu viel, da wenn ihr viel Salz esst, ihr recht viel Wasser speichert, was gar nicht schlecht ist, aber was dann auch für den Blutdruck zum Beispiel nicht ganz so geil ist. Deswegen 6 Gramm Salz jetzt, am Ende der, oder in der Mitte der Diät werde ich auf 8 Gramm hochgehen, weil dann einfach die Pumps wieder besser sind. Das Ding kommt rein in die Fressluke und dann wird später trainiert. Rein in die Futterluke. Was ich jetzt auch noch vorbereite, ist gleichzeitig schon... Intra? Nee, das ist für meinen Ausdauerlauf. Meinst du? Der ein oder andere hat mich schon Hybridathlet in Instagram genannt. Sehr gut. Weil ich ab und zu mal noch die 50 Meter zur Bahn renne. Hier kommen auf jeden Fall 66 Gramm rein. Wie immer. Wie immer. Mal gucken, ob du triffst. Oh, ich weiß gar nicht, was dieses Kreissymbol, vielleicht ist jemand so schlau. Aber ich glaube, das heißt, das ist schon auf der Kippe zu 66. Ja, gut. Na komm. Aber irgendwie das Kreissymbol steht immer dran. Kann mir das einer erläutern, der bei VitaFit arbeitet und diese Wagen herstellt. Digga, du wirst du lachen. Ich habe leider keine Ahnung. Lachst, aber manchmal habe ich Fragen und dann meldet sich irgendwie der CEO von der Firma, weil der zufällig meine Videos schaut. Geil. Ja, das ist geil, wenn man gute Reichweite hat, ne? Das erklärt mir das Ganze dann. Aber das soll das Intra für heute sein. Nehmen wir mit. Und dann gibt es auch noch ein Pre. Das sagt eigentlich zu den Shakern. Geil, mein Battle for Olympia. Urs als Dragon Ball Charakter. Feier ich. Finde ich geil. Gefällt mir. Sexy, aber wir verraten noch nicht zu viel. Heute nehmen wir mal hier aus dem Supplement Schrein. Ich habe hier, by the way, auch geisteskrankes. Also, das sind. Darfst du nicht zeigen, oder was? Was ist das? Nicht zeigen, aber so. Bestimmt neuer Olympia-Booster, neuer Crank. Das sind Samples aus dem Labor und die Laborratte bin ich. Aber die neuen Produkte, die kommen, auch dieses Ding hier zum Beispiel. Ich will wissen, was es ist. Der schlaue Zuschauer wiederum weiß, was das sein könnte. Mann, ich weiß es nicht. Wisst ihr es vielleicht im Chat? Aber ja, es sind ein paar Elite-Produkte, die kommen, die ich am Antesten bin. Geil. Aber die Hybridline ein bisschen ausbauen. Was ich definitiv nicht ausprobieren muss, sondern weiß, dass es funktioniert. Crank Pump. Crank Pump Pro. Ich dachte schon, mein Hund bellt, aber das sind hier wieder Kinder draußen am Spielen. Davon gibt es die gute Pfirsich. 2 Scoops. Hier rein ins System. Und da ich gerade noch nicht so viel Koffein konsumiere, außer den Grizzly Shreds morgens vom Cardio, und das noch so ein bisschen zurückhebe, aufspare für die harten Tage. Ja, benutze ich auch nicht den Olympia-Booster, den Grizzly Punch. Und da ist Beta-Alanin drin. Und da ich total auf Beta-Alanin stehe, habe ich noch... Digga, das ist wahrscheinlich schon... Das ist wahrscheinlich Jahre alt. Das ist Jahre alt, aber so ein Ding ist in 500 Gramm, das hebt die halt ewig. Du benutzt... Beta-Alanin ist ja 3 bis 5 Gramm maximal, ne? 5 Gramm am Tag. Hält ewig. Davon bolze ich mir dann auch immer noch einen Teelöffel hier rein. Für das gute Kribbeln. Oder eineinhalb, komm. Ein kribbelt halt nicht nur. Arda, ich weiß genau, was du meinst. Ich mache manchmal auch so geile Sachen, die schmecken mir so gut, dann lasse ich meine Freundin probieren. Die schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Die sagt, voll der Schrott. Viel zu süß, viel zu dies, viel zu das. Nur auf der Stumm. Gibt es eigentlich zuckerfreies Eis? Ja, nimm Isoclear Friedert ein. Jawohl. Ja. Herzlich willkommen. Das war's. Das war unsere Bude. Ja,
Hat eine Roomtour. Diese Wohnung ist wirklich die reinste Scheißbude, Alter. Aber Respekt, dass er da drin wohnt. Ja, der könnte sich schon locker, glaube ich, Eigentum holen. Safe. Roomtour, die sich alle gewünscht haben. Hier ist das Bike. Wenn du mal, das ist immer ganz cool, finde ich, wenn man so die Behind the Scenes, wenn du mal hier rumkommst. Unsere Geschmacksknospen sind am Arsch, Buddy. Mhm. Ich sitze dann ungefähr immer hier so auf dem Fahrrad und ihr seht immer meinen Boomerang am Morgen, wo ich dann mein Cardio mache, mir irgendwas auf der Glotze reinziehe. Er reist so oft und macht eine neue Wohnung wenig Sinn. Wieso? Natürlich macht eine neue Wohnung Sinn. Ich bin auch oft auf Achse. Aber solange er sich da wohlfühlt, wofür braucht er eine neue Bude? Ich finde, solange er sich wohlfühlt, ist es scheißegal. Ich habe zum Beispiel eine Wohnung gehabt, die war auch richtig schön. Super Gegend, Stellplatz vor der Tür. Die war zwar klein, aber ich habe alleine da drin gewohnt. Da hatte ich auch keinen Hund, keinen Paco. Brutal, aber ich habe mich da drin nicht wohlgefühlt. Weil es war so eine Südterrain-Wohnung oder wie man das nennt. Und es war da drin immer unfassbar dunkel. Ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem Keller gewohnt hätte. Und ich schwöre es euch, darunter leidet extrem die Lebensqualität, wenn man sich in seinen eigenen vier Wänden nicht wohlfühlt. Ja, ich finde, man sollte nach Hause kommen und es muss einfach geil sein. So, du bist drinne und fühlst dich einfach mega wohl. Das macht viel aus, finde ich. Aber wie gesagt, wenn er sich in dem Block da drin wohlfühlt, dann wofür umziehen? Scheiß drauf. Und ja, mehr muss man hier eigentlich auch nicht in der Bude haben. Aussicht auf die wichtigen Dinge. Hier hing eine Zeit lang und hängt bald wieder ein Ramondino zum Beispiel. Und das, wenn du morgens mal keinen Bock aufs Cardio hast, dann steigst du darauf, guckst der Enemy ins Gesicht und dann machst du den Scheiß einfach. Geil. Ja, so ist hier aufgebaut, ganz schlicht, mehr braucht man nicht. Alitis Office. Joke Team. Und gegenüber hier meine Wenigkeit. Sieht pompöser aus, aber. Oder haben die keine Couch? Im Prinzip, this is where the magic happens. Hier geschieht. Bro, ich habe mit 24 mit 23 meine zweite Ausbildung angefangen als Chemikant. Natürlich macht es Sinn. Mach eine Ausbildung, führ die durch zum Ende und du wirst es nicht bereuen. Es ist immer wichtig, irgendwas in der Tasche zu haben, Digi. Hier geschieht YouTube und LOL. Und ja, LOL, hier sieht man, meine KD absolut räudig, wo bin ich? Ja, 5-11, danke für nichts. Mit der E-Sport-Karriere haben wir abgehakt, aber für die nötige Bodybuilding-Karriere reicht es ja. Und dementsprechend fokussieren wir uns auf die wichtigen Dinge. Rein da. Ich gehe rein hier, nicht ins Game, sondern in den Weißpudding. Und dann gehen wir auf ins Training. Die guten Männer. So, und wir machen an der Stelle Pause. Es ist ein längeres Video. Wir gucken am Mittwoch, gucken wir uns das Training an. Der ballert, glaube ich, Rücken. Genau. Also er lebt wirklich sehr bodenständig, schlicht, immer noch in seinem Blockhaus in Berlin. Ich weiß gar nicht, in welcher Gegend, aber Urs ist, was das angeht, auf dem Teppich geblieben. Finde ich cool, wenn er sich wohlfühlt. Sehr geil. Wer weiß, wo der seine ganzen Batzen investiert, der Urs. Ne? Vielleicht holt er sich bald ein Haus oder so. Vielleicht verlässt er auch Deutschland, wer weiß. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft von Urs sehen werden. Vor allem, was die Prep angeht, Friends. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.